Samstag war der Heimauftakt des TV Fisbeck in der Nordliga. Es war gleichzeitig das zweite Meisterschaftsspiel. Im ersten Spiel beim TC Anders Schirnau holte man ein passables 3:3 Unentschieden. In der ersten Runde dieser Partie gewannen beide TV Fisbeck Damen ihren Spiel. Julia Middendorf mit 2:6:0 gegen Sophie Diominova. Parallel an diesem Spiel gewann Barbara Schneider mit 6:1 und 6:0 gegen Larissa Heidenreich. Wir sind hier in der zweiten Runde der Einzel zwischen Hanna Fangmann gegen die Ukrainerin Valeria Basanova. Anfangs war dieses Spiel ausgeglichen. Das ging so, bis Valeria Basanova brechen konnte durch einen Doppelfehler von Hanna Fangmann. Das war das 4:2 für Basanova. Valeria Basanova gewann auch ihren eigenen Aufschlag, sodass sie mit 5:2 führte. Wenn Hanna Fangmann noch zurückkommen wollte, dann musste sie ihr eigenes Spiel gewinnen und danach breaken. Schön gemacht von Hanna Fangmann. Sie gewann dieses Spiel beim eigenen Aufschlag, sodass sie verkürzte auf 3:5. Dann schlug Valeria Basanova auf für Spiel und Satzgewinn. Hier vergibt sie diese Entscheidung noch. Doch auch Valeria Basanova gewann ihrem Aufschlagspiel, sodass sie diesen ersten Satz mit 6:3 gewann. Im zweiten Satz wurde Hanna Fangmann gleich gebrochen. Hanna Fangmann brach zurück und gewann ihren eigenen Aufschlagspiel und führte damit mit 2:1. Hanna Fangmann am Aufschlag bei 4:4. Ein Doppelfehler und sie wird gebrochen, 5:4 für Valeria Basanova. Dann schlägt Valeria Basanova auf für Spiel, Satz und Matchgewinn. Thank you.
Und hier bei Gipfler fangen mal eine große Chance auf einen Punkt. Und dann ist es vorbei. Valeria Bajanova gewinnt in 2 Sätze 6:2, 6:4. Da auch Beatrice Sedermark mit 2:6, 0:6 gegen Anna Bögner unterlag, stand es 2:2, bevor die Doppelspiele anfingen. Wir sind jetzt beim Doppelspiel Julia Middendorf, Hanna Fangmann gegen Valeria Bajanova und Sofiti Rumenova. Schöner Ballwechsel, Punkt für Sachsenwald. Sachsenwald führt 1:0, Julia Middendorf am Aufschlag. Schön gespielt, Hanna Fangmann. Damit liegt der TV Fisberg im ersten Satz aus auf 1:1. Ball im Aus. Sachsenwald gewinnt diesem Spiel 2:1, führen sie im ersten Satz. Komm jetzt. 15:0. Fünfzehn zu 15. 30:15 Fisbeck. Schön gemacht, Julia Middendorf. 40:15. Und spielt TV Fisberg. Sachsenwald am Aufschlag. Beide Spielerinnen stehen am Netz. Julia Middendorf mit dem Passierball. Punkt TV Fisberg. Fünfzehn beide.
Sehr schöner Ballwechsel. TV Fisbeck gewinnt diesem 30-15 Fisbeck. Und der TV Fisbeck führt im ersten Satz mit 3-2. Aufschlag Julia Middendorf. Sachsenwald hatte keine Antwort mehr auf das gute Doppelspiel von der TV Fisbeck. Und das war das 5-2 im ersten Satz. Der TV Fisbeck schlägt auf für den Satzgewinn. Keine Chance, Sachsenwald. Ball im Aus, TV Fisbeck gewinnt der erste Satz mit 6-2. Auch im zweiten Satz war der TV Fisbeck überlegen. Ball im Aus, 1-0 TV Fisbeck. Sophie Toriminova am Aufschlag. Schön gespielt, 15-0 TV Fisbeck. Und der TV Fisbeck breakt und führt 3-0. Beide Sachsenwald-Spielerinnen auf der Grundlinie. Freibahn für Julia Middendorf. Und gleich danach ein Kopie. Sachsenwald am Aufschlag, 4-0 TV Fisbeck. TTK Sachsenwald gewinnt endlich ein eigener Aufschlag. 4-1 TV Fisbeck. Am Ende gewann der TV Fisbeck diesen Satz einfach mit 6-2. Und da sie den ersten Satz auch gewonnen hatten mit 6-2, mit 2-0. Auf dem anderen Platz gewannen Beatrice Sedermark und Barbara Schneider auch mit 2-0. Zwei Sätze, 6-2, 6-1. Und damit gewinnt der TV Fisbeck dieses Meisterschaftsspiel gegen TTK Sachsenwald mit 4-2. Nächsten Sonntag um 11 Uhr geht's weiter gegen Bremen.